Moin Chefs, willkommen zurück zu Gothic. Hier ist wieder Maddie. Was machen wir denn heute? Ich habe schon ein paar Ideen, was wir heute alles so reißen können, aber ich habe keine Ahnung, was wir... Ja, also wir brauchen auf jeden Fall erstmal brauchen wir eine neue Rüstung, sonst kriegen wir von jedem Helden hier, jedem so dahergelaufenen Spinner zu viel auf die Nase. Und damit wir die Rüstung kriegen, müssen wir jetzt noch ein paar Lurker schlachten und ich weiß ganz genau, wo die sind und das wird dann auch unser nächster Schritt. Ja. Na, ja, jetzt tu mal nicht so, als hätte ich hier keinen Plan. Wir haben den Plan, die haben keinen Plan, wir haben den Plan, so. Ich finde es schade, dass ich das Event mit Horatio verbuggt habe. Normalerweise darf man, glaube ich, gar nicht mit ihm sprechen. Und dann sagt er, ey, du hast dem Wort auf Fresse gegeben, schön, hier kannst du, ich zeig dir mal, wie man, ne? Oder wenn ich gesagt hätte, zur Verteidigung, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist vorbei jetzt und das war's. Das war's. Gut. Hier haben wir schon alles gemacht. Dann gehen wir jetzt mal in Richtung Wasser. Da soll es ja auch ganz schön sein, ne? Ach so, ich habe auch noch ein paar Leute, die ich verkloppen muss hier in diesem Spiel. Ja, wir werden hier schon unseren Spaß noch haben. Das kann ich euch verstehen. Das verspreche ich euch. Wir haben hier noch einiges zu tun. Auch noch im ersten Akt. Bis wir da endlich mal bei einem Lager sind, das wird noch ein paar Parts dauern. Ich, grob geschätzt würde ich sagen, 10 Parts dauert es mindestens noch. Ja, das ist aber auch die wichtigste Stelle in diesem Spiel, weil da probierst du aus, da machst du alle Quests, da wirst du stark. Wir sind schon auf Level 8 normalerweise. Also musst du auf Level 5 sein, meine ich. Jetzt sind wir schon 2 drüber, aber das ist ja gar nicht mal so... gesehen. Ah, seht ihr, wie die austeilen, die Jungs hier? Gott. Und wenn wir uns dann nicht schnell genug umdrehen können, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Na, warte mal, ich muss mal ganz kurz. So. Jo. Ach so, ich war ja schon angeschlagen. Ich dachte schon, das wäre direkt alles von denen. Jeglicher Schaden, den ich gekriegt habe. Eins. Oh, Alter. Aber drücken tun die schon ganz schön, ne? Bin schon froh, wenn ich irgendwann mal in den Luxus komme, eine neue Rüstung zu kriegen. Das dauert zwar noch. Ja, wartet mal ganz kurz. Ach, Kacke. Ich muss mal kurz eine Pause machen. Bis dann. Moin! Willkommen zurück. Ich war gerade hier. Telefon und so, ne? Ist wichtig. Manchmal wird man ja angerufen und dann muss man ein bisschen mit seinen Mitmenschen reden. Finde ich doof. Obwohl, mache ich ja jetzt eigentlich auch. So. Bisschen was fressen, dann geht's uns wieder gut. Wollen wir nochmal speichern? Wollen wir mal Inflationsspeichern heute, ne? Speicher. Alter, nein. Ne, Jungs. Das kannst abessen, die will ich nicht. Die sind einfach nur zu hart. Nein, das ist unmöglich. Die werde ich niemals umbringen können. Das heißt, jetzt in der Situation werde ich sie nicht umbringen können, wollte ich damit sagen. Obwohl die Warane, die fliegen ja schon mal ganz gut auseinander jetzt mittlerweile. Nee, muss ich schon mal sagen, ne? Moin. Gut, jetzt haben wir nur noch 900 Erfahrungspunkte, die wir aufs nächste Level brauchen. Können wir ja fast schon Karim batschen, aber das wollte ich eigentlich erst machen, wenn wir das neue Schwert haben. Oh Gott, hier sind meine Lurker weggeklackert. Hier müssten ja eigentlich noch mehr Lurker sein. Ich glaube, hier waren 3, kann das sein? Weiß ich nicht. Lurker, hallo! Ja, da ist er. Moin. Nee. So, jetzt haben wir. Ja, haben wir genug jetzt? Weiß ich nicht. Reicht das? Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach mal in die Goblinhöhle. Nach mir die Sinnflut. Jetzt geht's los. Telekinese haben wir gekriegt. Ich glaube, das ist sinnvoll. Aber wir haben viel zu wenig MP, um die wirklich zu benutzen. Oh, Magiepunkte müssen wir uns auch noch kaufen. Oh Gott. Ist das dreckig hier. Die schaffen wir doch niemals. Kann ich die einzeln rauslocken? Warte mal, es gab doch bei Goblins eine Strategie. Moin, Chefs. Ja, komm her. Komm, Digga. Komm, Kleiner.
Genau so. Es funktioniert immer noch. Wunderbar. Ha. Ha, ha, ha. Einfach rein und sich kaputt boxen lassen ist nicht die richtige Strategie. Man muss sie so ein bisschen anlocken und dann kann man die... Dann haben die irgendwann keine Puste mehr. Und dann war's das. Das Problem bei den Goblins sind nämlich ihre Taunts. Und das Problem bei mir ist, dass ich aufs Maul kriege, wenn ich mich nicht schnell genug umdrehe. So. Drehen wir uns mal ein bisschen. Dann machen sie... Ja, genau so machen sie dann irgendwann. Dann kann man die alle schön wegklatschen hier. Sollte man eigentlich. Tada! Einmal eine Goblinhöhle leergeräumt. Ja, man muss nur wissen, wie man das machen muss. Oh Mann, nur ich Dark Souls gespielt. Ist das hier ein Pappenstiel gegen? Pissig ist das, Freunde. Pissig. Bin nix anderes. Easy. Einfach nur easy. Gut, Shapes. Sind hier noch welche drin? Waren aber eine ganze Menge jetzt, ne? Waren schon viele. Ein Kochlöffel ist hier. Ja, das war bestimmt deren Gott. Die haben bestimmt den Kochlöffel angebetet. Oh, du heiliger Kochlöffel, erbarme dich unser. Du heiliger Kochlöffel. Ich hätte gerne Kochlöffel Cola. Wie, mit Salz? Ja, ihr kennt doch dieses Restaurant da, Kochlöffel. Gab's auch mal in Emstetten, ich gehört. Die haben sie dann dicht gemacht. Irgendwas mit Hygiene, meine ich. Oh Gott. Das ist der Grund, warum ich hier bisher noch nicht in die Höhle reingegangen bin, weil ich genau weiß, dass hier ein Lurker drin ist. Und den kriegen wir ja jetzt mittlerweile. Bats. Stufe geschiedigen. Geschiedigen. More Red Fat haben wir hier. Fat. Spruchrolle, das ist, glaube ich, auch Telekinese. Perfekt. Erzbrocken und all so ein anderes Gedöns. Ja, Freunde, ob ihr es wusstet oder nicht, aber wir sind wieder reich. Ich erzwung uns nochmal eine Lurker-Rüstung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sehr schlecht aussieht und dass sie sehr hässlich ist, aber... Na... Ich weiß gerade nicht, wie sie aussieht. Keine Ahnung, Geld hat sie sich nicht geholt. Ich weiß es nicht. Ja, ich vergleiche mich immer so gerne mit ihm, aber... Im Prinzip bringt das ja nichts, weil wir komplett anders das Spiel angehen. Er macht das eher so... Er wusste ja schon relativ schnell, dass er Magier werden will. Will ich, glaube ich, nicht. Ich mag es, Leuten was aufs Maul zu hauen, aber ich mag es auch, Magie zu benutzen. Irgendwie beides wäre cool. Hint, hint, hint. So. Da drüben gibt es nochmal Ärger. Aber ihr kennt mich. Das ist cool. Also ich gehe da total drauf ab. Wenn ich Ärger kriege, dann zumindest in diesem Spiel... Ärger kriegen und Ärger machen sind auch in diesem Spiel sehr, sehr nah beieinander. Guck mal, da sind schon die Jungs. Na warte, du kriegst aufs Maul. Hey du. Erpresser. Wird er schon so heiß. Hey Junge, wenn du hier vorbei willst, musst du 10 Erz zahlen. Oder du bekommst aufs Maul, kapiert? Dann komm noch her und hol dir dein Erz. Ah, danke, Mann. Du rettest mir den Tag. Aber das ist feige, so zu zwei. Alter! Bringt der mich um? Beim nächsten Mal bringe ich dich um! Alter. Der. Nee. Nee, 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 nee. Nope. Lol. Nope. Mach ich nicht. Das sehe ich nicht ein. Mich hier so verdreschen zu lassen, nee. Dann heißt er auch noch Erpresser. Wegzoll zahlen, das gibt's doch nicht. Das sind doch alles alte, antiquierte Methoden hier. Mann, oh Mann. Nö, das lasse ich nicht mit mir machen. So. Machen wir mal hier rein. Guck mal, die bluten ja immer noch. Hat euch jemand verhauen? Ihr seht so schlecht aus. Meine Güte. Immer diese Rowdies hier in diesen Spielen. Jo. Ich könnte ja theoretisch die ganzen Bauern hier verkloppen, ne? Ach so, warte mal. Wie wär's denn mit dem Schläger hier? Der sieht doch schon so aus. Der heißt doch schon so. Ist es eigentlich ein Verbrechen, einen Schläger zu? Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Wenn du was willst, rede mit Lefty.
Okay, Lefty, ich würde gerne mal deinem Kumpel hier was auf... Nein. Schon gut, schon gut. Ha! Der hat genug. Der hat genug. Ich hab nichts gesehen. Ja, ja. Ja, siehst du mal. So schnell geht das. Der hat noch nicht mal richtig seine Waffe ziehen können. Und da war er schon Futter für die Ratten. Oh, Mann. Nee, der konnte wirklich nichts. Aber er hatte Heiltränke dabei. Das ist so schön. So Heiltränke, die braucht man. Wie viel sind es eigentlich bis zum nächsten? Alter, 5000 Erfahrungspunkte. Die kann ich nicht einfach mal so kriegen. Das dauert. Das dauert eine ganze Zeit, bis ich die hab. Dann vergehen schon mal Äonen. Äonen. Eine ganze Zeit ist das. Das ist viel, ne? Eine ganze Zeit. Oh Gott, guck mal, wie ich springen kann hier. Einfach mal so seitlich. Wow. Einige haben von euch gefragt, ob ich mir Akrobatik hole. Ich überlege gerade wirklich, das einfach mal gar nicht zu machen, weil Akrobatik ist cool. Ja, definitiv, hier so ein paar Hecksprünge machen zu können, ist eine ganz feine Sache. Aber du verbaust hier so viele Gelegenheiten in diesem Spiel damit. Du kannst ganz viele Sachen einfach nicht richtig erreichen, nur weil du Akrobatik gelernt hast. Andererseits gibt es auch Sachen, die du mit diesem Sprung hier nicht wirklich erreichen kannst. Ja, komm. Welche Rüstung kannst du mir bauen? Such dir eine aus, Mann. Ich möchte eine Lurker-Hautrüstung. Sehr gut, damit kann ich gut was anfangen. Ich habe noch eine Rüstung da, die kann ich dir im Austausch für das Material geben. Viel Spaß damit. Danke. Geht doch. Was bringt die? 30, 25, 10. Das ist nicht schlecht. Hey du. Das ist zumindest mal ein Anfang. Kann die Rüstung verbessern? Ich glaube, das können nur Schmiede, kann das sein? Hey du. Aber jetzt möchte ich erstmal mein Erz wieder haben. Zeig mir deine Ware. Also ich finde, mit der Rüstung, da kann man leben. So schäbig ist sie jetzt nicht. Haben wir schon Schlimmeres gehabt hier. Fackeln haben wir. Blutfliegenzeug, habe ich auch noch ganz viel. Hier, willst du haben? Kriegst du alles. Heute ist Kommission. Also nicht das mit der Post hier, das andere. Weiß schon. Jo, alles rüber. Nein, ich will den Dietrich eigentlich nicht. Oh nein, ich will auch keinen Dietrich. So, so, zack. Von dem Zeug kann ich mir hier gar nichts leisten. Danke. So, jetzt müssen wir auch ein paar mehr Knüppeltreffer aushalten. Das ist gut. Das ist wunderbar. Und dann würde ich sagen, frisch aufmunitioniert, sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann, Freunde.